Wie genau kannst du eine schnelle Lieferzeit im Dropshipping bekommen? Weil da draußen gibt es ja viele Videos, die sagen, hey, Dropshipping, das funktioniert nicht mehr wegen der langen Lieferzeit. Und was natürlich die naheliegendste Lösung, hey, einfach eine schnelle Lieferzeit zu haben. Und naja, zunächst müssen wir erstmal sagen, dass das auch so ein bisschen ein Mythos ist mit dieser Lieferzeit. Das war vielleicht mal 2019, 2018 so, dass die Lieferzeit zu lang war. Aber inzwischen haben sogar Plattformen wie AliExpress es geschafft, dass du wirklich innerhalb von 7 Tagen deine Produkte bekommst. Also die letzten Sachen, die ich alle dort bestellt habe, kamen wirklich alle nach 7 Tagen an. Die haben eine garantierte 7-Tage-Lieferung. Also dieser Mythos von wegen, ja, es dauert jetzt 6 Wochen, bis irgendwelche Produkte da sind, der ist eh schon einen gewissen Zeitraum natürlich vorbei. Also das stimmt schon gar nicht mehr. Und zwar müssen wir natürlich auch mal bedenken, wenn jemand eine Sache so schlecht redet, gerade wie Dropshipping, dann macht er das im Regelfall hier auf YouTube, weil er halt selbst sein eigenes Geschäftsmodell verkaufen möchte. Das ist ja total einfach, wenn ich mich hinstelle und sage, ja, Dropshipping ist tot wegen der Lieferzeit, mach doch jetzt lieber XY. Weil dann binde ich die ganze Aufmerksamkeit, die es fürs Thema Dropshipping gibt, die ja auch gut ist, und sage, hey, mach doch lieber Amazon FBA. So, und dann versuche ich einfach mein eigenes Geschäftsmodell zu verkaufen. Ist am Ende ja nichts Verbotenes, ist moralisch wahrscheinlich auch nicht verwerflich. Aber so ganz stimmen tut es halt auch nicht mit dieser Lieferzeit. Ne? Deswegen ist es halt doch ein bisschen kompliziert. Ne? Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Ich möchte dir einfach nur mal mit auf den Weg geben, dass die meisten Leute irgendein Motiv haben, wenn sie sagen, ja, Dropshipping funktioniert nicht wegen der Lieferzeit, ne? Weil man da immer hinterfragen muss, warum macht denn jemand so ein Video? Ne? Was hat der denn selber davon? Also überprüfe quasi mal den Eigennutz von so jemand. Ich mache zum Beispiel dieses Video, damit du erkennst, hey, der Typ, der vor dir sitzt, der hat Ahnung, der hat Erfahrung in dieser ganzen Thematik, ne? Und dann vielleicht denkst du, hey, guck mal, Ecom Ventures, da hole ich mir mal den kostenlosen Kurs, schau mir das an und wenn es mir gefällt, dann werde ich vielleicht Kunde. So, da kann man mit offenen Karten spielen. Und genauso ist es quasi bei diesen Leuten auch. Also wie genau kommst du jetzt zu schneller Lieferzeit? Ganz einfach über einen sogenannten privaten Agenten. Das heißt, das ist jemand, der ein Warenlager zum Beispiel hier in der EU betreibt und die Ware dann für dich bezieht. Das bedeutet, der bezieht die aus Asien oder vielleicht sogar auch aus dem europäischen Raum und lagert die in seinem EU-Lager ein und verschickt sie von da aus direkt zu deinem Kunden. Das bedeutet auch, dass du im Regelfall ein bisschen mehr über diesen Einkaufspreis bestimmen kannst. Das heißt, du kannst hergehen und kannst mit dem auch verhandeln, weil er selber natürlich diese Waren für dich einkauft. Und hier solltest du einfach mit einem zuverlässigen Lieferanten bzw. Agenten zusammenarbeiten, der einfach ja, einen guten Job macht und die Ware dann am Ende auch schnell innerhalb der EU, sind das ja wirklich 2-3 Tage, bei deinen Kunden ist. Das Ganze wird aber eher relevant, wenn du auch eine gewisse Größe erreicht hast. Und das ist, was viele Leute nicht verstehen. Für den Anfang ist deine Lieferzeit total egal, weil du hast dann noch nicht mal Verkäufe gemacht. Zum aktuellen Zeitpunkt sitzt du hier und schaust dir dieses Video an. Das heißt, der erste Punkt für dich oder der erste Fokuspunkt ist, dass du überhaupt mal in die Situation kommst, dass du eine Bestellung hast, die du an irgendjemanden weiterleiten kannst. Daran scheitert es ja bei den meisten Leuten. Die meisten Leute, erstens, fangen ja nie an, weil sie sich ewig lang nur durch YouTube-Videos berieseln lassen, aber nie in diese Umsetzungsphase kommen. Und die andere Sache ist, selbst wenn sie mal in diese Umsetzung kommen, dass sie dann irgendwie nach der Hälfte wieder aufgeben und die ganze Sache nie mal richtig auch wirklich durchziehen. Und das führt dazu, dass sie ja streng genommen nie einen Lieferanten brauchen, weil sie nie in die Situation kommen, dass sie auch mal tatsächlich eine echte Bestellung haben. Das heißt, dein Nummer 1 Fokus ist jetzt erstmal, Bestellungen zu generieren. Wir haben das zum Beispiel damals gemacht bei unseren Shops. Wir haben uns gar nicht die Mühe gemacht, für jede Sache einen Lieferanten zu finden, weil wir haben so viele Sachen gleichzeitig aufgebaut, mehrere Shops, 2-3 Shops parallel. Wir haben die Shops einfach aufgebaut und wenn dieser Shop nicht lief, dann haben wir einfach jedem Kunden eine E-Mail geschrieben, hey, sorry, wir müssen leider deine Bestellung stornieren, hier ist das Geld zurück. So, klar hat man dann vielleicht mal einzelne Kunden, die sagen, hey, ich wollte es unbedingt haben und so. Dann kann man sagen, hey, hier ist ein Amazon-Link, bestell einfach da. Ne? Aber wir haben gar nicht, bevor wir nicht profitabel waren, haben wir uns null über dieses Thema Lieferanten gekümmert. Na, das heißt natürlich nicht, dass du dich gar nicht darum kümmern kannst, das funktioniert ja nicht. Naja, aber bevor ich nicht profitabel bin, bevor ich nicht weiß, dass die Sache, die ich mache, ja auch zu 100% funktioniert, brauche ich da auch keinen Fokus drauf legen. Und das ist das Problem, weil die Leute lassen sich da quasi abhalten davon, mit Dropshipping zu starten, weil sie sagen, ja, was mit der Lieferzeit, was damit, statt einfach loszulegen, ganz ehrlich, weil es gibt immer eine Lösung dafür. Ja, also jemand, der erfolgreich ist, der wird es auch schaffen, einen Lieferanten zu finden. Ja, weil der wird sich hinsetzen und einen privaten Agenten zum Beispiel suchen. So, machen alle Klienten bei uns in den höheren Trainings, wo wir quasi haben, ja, wenn die dann mal ihre ersten 10.000, 15.000 Euro machen, dass sie sagen, hey, wir arbeiten jetzt mit dem privaten Agenten einfach zusammen. Dann ist das ganze Thema Lieferzeit eben auch wieder passé. Ja, und du hast jemanden, der wirklich ein Ansprechpartner ist. Für diesen Ansprechpartner musst du dich halt auch in irgendeiner Form beweisen. Du musst ja sagen, hey, guck mal, wenn ich jetzt zu dir herkomme, lieber Agent, dann kann ich dir am Tag auch 10 Bestellungen liefern. Weil wenn du jetzt da hingehst und sagst, ja, ich will einen Dropshipping-Shop aufmachen, dann bist du wie jeder andere Tausendste auch. Ja, und von denen gibt es ja
jede Menge. Ne? Ganz, ganz viele Leute kommen auf die Idee, Dropshipping zu machen, fragen irgendwie Lieferanten an, aber setzen dann nie um. Ne? Das heißt, du musst da hingehen und sagen, hey, ich habe hier schon mal eine Webseite fertig, ich schalte morgen meine Werbeanzeigen. So, was kannst du mir dazu anbieten an Preisen? Und noch viel besser, du kommst hin und sagst, hey, ich mache schon 10 Bestellungen. Dann kannst du auch viel besser verhandeln. Also letztendlich ist die Lieferzeit ja meistens nichts anderes als so eine Ausrede, einfach nie richtig starten zu können. Also ja, ich bin jetzt da unsicher, ganz ehrlich, wenn du Bestellung machst, dann wirst du auch jemanden finden, der die Bestellung zu deinen Kunden liefert. Ne? Worst case, immer worst case, dass du sagst, hey, guck mal, mache ich nicht, ich erstatte einfach den Kunden. So, das ist das Allerschlimmste, was man machen kann. Selbst das sollte im Regelfall nicht passieren. Ne? Also ganz, ganz wichtig, einfach die Erwartungshaltung der Menschen managen. Und dann ist das am Ende auch gar kein Problem mit dieser Lieferzeit. Ne? 3-4 Liefertage Lieferzeit über einen EU-Agenten und sogar 7 Tage, selbst wenn du ganz billo aus AliExpress rausbestellst für den Anfang. Ne? Also selbst da kannst du dem Kunden eine E-Mail schreiben und sagen, ja, es dauert jetzt 7 Tage, bis die Ware ankommt. Also mach das nicht zu deinem Problem, lass das nicht dich davon abhalten, das Ganze umzusetzen. Dropshipping, das funktioniert. Auch unabhängig von der Lieferzeit. Wenn du selber gerne mit Dropshipping starten möchtest, habe ich für dich einen vollkommen kostenlosen Kurs, wo du die kompletten Basics einmal lernen kannst, wie man so ein erfolgreiches E-Commerce-Business aufbaut, wie man Produkte findet. Check einfach den Link in der Videobeschreibung ab. Ansonsten hören wir uns sehr gerne im nächsten Video. Folg mir auf Instagram, dein Jonathan.